ja. Noch holen. Ja. Encased Industrial. Also das. Nee. Da sage ich gar nichts dazu. Da ist mein innerer Bäumchen, der hat sich gerade erbricht. Was? Beton um den Stahl gekippt. Ah. Verstärkter Beton. Oh. So, wo wollen wir die Schmelze haben? Da wird ja alles eingeschmolzen. Ist die Frage, ob wir da alle Grundressourcen auch... Nee, würde ich da nicht sammeln. Sekunde, ich pack das mal rein, das haben wir da. Ja, klar, hier vorne ist noch eine riesen Freifläche im Grunde, wo jetzt unsere Biotreibstoffanlage steht. Wo bist denn da? Ich bin jetzt oben auf dem Fördermann, bessere Überblick. Ja, also hier unten praktisch. Gut. Vermutlich werden wir es nochmal ein paar Sachen umbauen, oder? Später? Warum? Da wird nur drin geschmolzen. Ich bereite es auch so vor, dass möglichst viel reingeht. Also grundsätzlich, ich würde es fast noch da lassen, wo es jetzt schon geschmolzen wird, sag ich mal. Ja, aber da, ich will die Produktion nicht abreißen. Weil dann können wir nicht mehr bauen. Also du willst neu bauen. Richtig, okay. Und da dann nachher einfach eine Produktion reinlegen in das Ding. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Und hier unten, wo jetzt das Bio steht, da ist ja genug Platz. Also wäre jetzt so mein erster Gedanke. Und tschüss. Tschüss. Das ist... Aua! Okay, haben wir das? Ja, Alex. Aua! Beim Sprung hab ich nur noch fliegen sehen. Das ist noch zu wenig Platz vermutlich. Also es kommt natürlich dran, wird es alles hier schmelzen? Also Eisen, Kupfer, Stahl? Ja, Stahl... Ja, eigentlich schon, ja. Dann wird der Platz nicht ausreichen. Aber wir können es ja hochbauen, als Turm. Ja, dann können wir es natürlich hier machen. Hohe Grundfläche und das Lager dann praktisch separieren. Ja. Dass es halt da nicht drin gelagert wird. Also ich bin noch nicht mal sicher, brauchen wir noch die normalen? Wir brauchen noch nur noch die Gießereien, oder eigentlich? Nee. In den Gießereien musst du ja zwei zu Legierungen machen. Wir brauchen ja, beide. In den Nee, du kannst in teilweise, also da kommt immer zwei an, das ist richtig, aber du kannst teilweise die auch nutzen, je nachdem, ob wir das schon haben. Sekunde. Ah, Doppelnutzung für... Genau, weil wir haben ja zum Ball haben wir? Nee, haben wir noch nicht. Eisen haben wir nicht. Kupfer haben wir auch noch keine Forschung dafür, wenn ich es richtig sehe. Okay. Schade, haben wir noch nicht. Das heißt, noch können wir es nicht nutzen, aber du kannst teilweise halt Kupfer und Eisen zusammen. Gibt es ein Rezept, dann hast du erhöhte Eisenproduktion quasi. Achso. Aber die müssen wir erst noch finden, die Rezepte. Also Rotoren haben wir auch gut was über jetzt. Verstärkte Stahlteile? Nee. Wir müssen uns nur aufpassen, also wir wollen ja zum Beispiel dieses Fließband, was jetzt hier drüber läuft, dann später weg haben, ne? Ja. Das große oben meinst du? Ja, das heißt, wir müssen uns Platz einplanen für Verbindungen. Okay. Für die Logistikverbindung, dann Züge und so weiter. Ja. Dafür müssen wir uns Platz lassen. Die Dinger sind halt ziemlich groß. Ich hab schon gesehen, die brauchen dann auch eigene Podeste, ja. Genau. Und darauf müssen wir halt achten, dass wir da genug Platz immer noch haben, dass wir Züge dazwischen kriegen. Fürs Bio. Teilweise. Bauen wir das hier einfach hoch, die Schmelzung. Ja, einen Turm draus machen. Das können wir natürlich machen. Im Moment brauchen wir leider noch die Schmelzen, die normalen. Also ja. Geht dafür jetzt nicht mehr. Ali. Ja. Super. Ja. Und jetzt?
Ja, was für euch? Er hat ein Exoskelett gebaut. Oh. Was war da? Ja. Nummer 2. Ja, okay. Damit, boah. Ein Traum. Oh ja, das ist herrlich. Ja, drück mal C und spring dann. Ne? Wow. Da muss man schon aufpassen. Siamkos, reißt du das hier ab, das Biofuel? Du meinst? Das muss da weg. Ah, hier, dann muss das weg? Ja, dann muss das weg. Okay, dann muss das weg. Ja, man kann das nur genug Kapazität haben, ja. Wenn die Kohledinger durchlaufen, kein Problem. Jetzt haben wir das Problem. Ich habe jetzt natürlich keine. Shit. Ich muss oben leider Flüssigkeit speichern. Alex, kriegst du das hin, oben in der Fabrik irgendwo eine Stahlproduktion noch einzurichten? So wie sie jetzt da steht, vermutlich. Irgendwo reingequetscht. Wie es aussieht, ist wurscht. Also, dass wir Mark 3 Blender bauen können. Also. Richtig, richtig. Dass wir die industriellen Container bauen können, dass wir die Förderbänder haben, die wir brauchen. Guck ich. So. Hat ja auch ein Festi-Ampi reingehauen. Warum? Eine Festplatte. Ja, ein Festi-Ampi, ja. Ich. Okay, aber die ist eh fast fertig. Ich muss gucken, da geht echt gar nichts mehr. Kann ich die überhaupt schon machen? Das ist echt die Tür, wir haben Fenster 6. Ist das eigentlich alles, was wir mit Quarz erforschen können? Ja, alles, was in dem Stammbaum ist. Also, es gibt, glaube ich, noch vielleicht Sachen, die du später dazu kriegst mit den Phasen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass da noch mehr kommt. Okay. Momentan, aber es kann natürlich sein, dass mit den Updates auch noch was dazu kommt. Schneller. Der Gasmaske haben wir eigentlich auch schon fast erfunden. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Wie meinst du? Von der Festplatte. Achso, noch nicht. Ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Okay. Das musst du noch aussuchen. Alex, deine Rahmen brauchen wir noch? Meine Rahmen, die sind in der Kiste. Habe ich in der Kiste reingepackt. Okay. Super. Ah ja. Los geht's. Fertig. Milestone reached. After several pioneers started exhibiting traumatic responses to power blackouts, Fixit developed mitigation tools recommended by your local therapist. Power storages can hold excess power to delay or prevent blackouts in the eventuality that your factory's power consumption exceeds production. To simplify, these are rechargeable batteries. Power towers carry power lines for significantly greater distances than poles, facilitating factory expansion and exploitation of this environment for the good of Fixit and humanity. Weil dann können wir Rohre und Dings herstellen, aber. Was? Du hast denn die Rahmen? Nicht in der Kiste, wo du sie vorher. Oh, nee, die habe ich noch. Oh, oh sorry. Hier habe ich jetzt noch 29 reingelegt in die hier. Ja, reicht. Erstmal. Da muss ich gerade noch einen Teil drauf klarkommen, dass ich mich jetzt so durch die Gegend werf hier. Wer wirft dich durch die Gegend? Ich mich selbst mit meinem Beilchen. Achso, ja. Fische können fliegen und so. So, wollte ich erstmal auf den Jetpack. Irgendwie brauchen wir jetzt noch 6 Coupons. Dann
mach diese DNA-Dinger wieder und schmeiß die in den Zerkleinerung. Alles schon passiert. Okay, dann such dir andere teure Sachen aus, die wir momentan nicht brauchen, und schmeiß die. Fireman, einer ist schon da, einen Punkt gemacht. Was haben wir sonst noch so schöne? Wir könnten die Rotoren reinhauen, da haben wir leider die 1600 von. Oh ja. Also das brauchen wir eigentlich nicht. Momentan. Nee, brauchen wir. Sechs Stück von Hanks. Boah, wir können da jetzt richtige Teile bauen. Motor geht auch schon. Boah, ein Stator dafür. Ein Stator habe ich vorher im Häufchen. Steel Pipe, okay. Also Quarz reicht. Brauchen wir nichts mehr holen. Ah, es sei denn, wir brauchen natürlich für die Bauteile selber dann nachher nochmal Quarz. Dann reicht es nicht. Ist dann egal. Ja, gut. Gibt's ja halt nicht, ne? Richtig. Ich meine, wir haben jetzt das Wandergerät hier reingekommen. Hier könnte ich ja nicht mehr so was holen. So, so, so. Was machen wir mit dem Kompostblock? Da brauche ich bitte die Fenster von. Oh, hier ist ja richtig viel. Ah, ja. Walls. Conveyor Walls. Sechs Window Walls. Ah, ja. Steel Frame Walls. Okay. Also, vielleicht irgendwo, dass man auch noch reinkommt. Wäre auch super. Ja, dann lassen wir es erstmal hier. So. Achso, ich brauchte ja die. So ein Konstruktor bauen. Wenn man nicht zulässt. So. Ja. Geht ganz genau auf, glaube ich. Jetzt ist Research fein. Ja. Ich hab nichts gemacht. Wir haben was. Was machen wir? Wir haben zwei Optionen. Ja. Alternatives Rezept für diese Box von Kristallen. Dann kriegen wir dann eine bisschen bessere Rate hin. Oder sechs Inventarslots. Oder nochmal wählen. Rescan geht nochmal, ja. Dann machen nochmal Rescan. Ja, eine brauchen wir eigentlich nicht. Also. Ja. Kann ich da kurz was anderes zwischen reinschieben oder geht das nicht? Nee, kannst du nicht. Aber der Rescan dauert auch nur eine Sekunde. Also einmal klicken, dann. Achso. Ah, okay. Steel Rotor, da kriegen wir. Was ist das? Also das Rezept, was wir hier haben, sind zwei Stahlrohre und sechs Kabel. Gibt einen Rotor, 5 pro Minute Production Rate. Das finde ich gar nicht schlecht. Den könnten wir nehmen. Der klingt eigentlich nicht schlecht, weil das haben wir das andere Rezept. Der meine, ist, das ist. Ja, das meine andere Bullshit. Rezept ist blöd. Das ist blöd. So. Wir gerade. Aha, Schrauben. Steel Rotor. Copper Rotor ist auch gut. Da haben wir zwar eine sehr schlechte Effizienz bei dem Steel Rotor, aber es sind viel Basic Komponenten. So. Forschen Sie, oder so. Ah, hast du genommen? Okay. So. Ach, fuck. Hast du Stahlrahmen? Nee. Die Stahlrahmen, die normalen modularen. Nein, Rams. Ich hab davon nichts mehr. Water? Ich hab nur noch 9 Stück. Okay. Ja, brauch ich noch. Bin ja ein bisschen blöd. Ist gerade unser Strom ausgefallen? Nee, ne? Nee. Doch. Das Water. Kein ist Strom. Ausgehen. Ja. Wieso? Hä? Ja, hä? Hat irgendwer was getrennt? Kann das sein? Ich hab nichts weggerissen. Weil ich sehe hier maximaler Verbrauch, aber neue Produktion, keine Kapazität mehr, steht da. Ich hab was weggerissen, ja, aber. Oh, Party. Ja, ich hab was weggerissen. Die ganze Fabrik ging noch an der Powerline da. Ah, du Früchtchen. Ja, ich hab gedacht, dass du mein schönes Autobahnsystem da außen rum verwendest, nicht über das alte Ding gehst. So, jetzt läuft's wieder. Müsste eigentlich. So, Feuerwand. Und hier produzieren wir bitte Draht. Ich weiß zwar nicht, warum ich die so gebaut habe, aber so egal.
Hä? Was muss denn jetzt sein? Ich dachte, ich gerade mir in den Weg, aber okay. Ich weiß. Kommst du aus? Ja, muss ich hier im Kreis bauen, ist egal. Weil ich guck gerade, dass ich uns hier die Kabel und so auch noch schnell mache. Ja. Dass wir das Nötigste haben. Logistik. Oh, 10. Ja genau, da geht's nämlich schon los. Was denn? Achso, mit dem. Dass die Stahlrohre fehlen. Ja. Und die produzieren wir ja. Ich mag das Exoskeleton. Das ist cool. Das hat sich gelohnt. Eine Ausrüstungsbereicherung. So, bitte sehr. Pocket Dimension now extra dimensionalized with additional dimensional capacity. Wo schließe ich den an? Naja. Ja, der Hochspannungsmast, wobei der geht, der ist human. Wenn wir jetzt Stahl herstellen, dann. Wollen wir es dann da mal kurz? Ja. So, es fehlt denn noch Eisen. Wieso fehlt denn Eisen? Ist angeschlossen. Wo ist das? Oh, ich Idiot, das ist kein Eisen, okay. So. Ich bin an die falsche Leitung, bin ich Idiot. Das läuft uns zumindest auch. Das ist gut. Kompetentes Personal, der sich fühlt. Ja, ja. Sprich der Richtige. Das ist ein gefliegener Fisch. Ja. Ja. Der ist ein Fischmensch. Wer aber mit dem Strom, da einigen wir jetzt mal kurz, was wir wohin möchten, oder? Wer im Glasaquarium sitzt, ne? Ja. Power Portal Form. Diese Level Effekte. Ich habe diese große Türme, die haben für die Verbindung. Welche Türme? Die große Stromtürme. Das kann die ich haben. Gar nicht sagen. Achso, die hohen. Die sind für Langstreckendinger eigentlich nur da. Ach, ah, nee, aber ich weiß, ich wollte wissen, wie man die da ist. Aber ja, die haben unten haben diese kleine. Dings ist aus? Ach, der hat Strom. Der ist senkt. Bitte sag mir, dass ich hier das Förderband durchkriege. Zwei Coupons sind da schon drin, warte. Zwei ist gut. Aber auch noch nicht perfekt. Eindeutig, ja. Aber die Schuppen waren mit der. Das ist nicht wahr. So. Ja, das mache ich lieber nochmal weg. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass es geht. So. Na, ein bisschen gut. Die Frage ist: Ah, den Intelligenten, an den kommen wir ja noch nicht ran, ne? Wie meinst du? Den intelligenten Sortierer. Ah, das ist glaube ich Tier Dings da oder? Tier 3, also Phase 3 ist das. Ja, ja, ja. Aber. Nee, ist der nicht... hat da forschen. Achso. Der hat einen eigenen Forschungsstrang. Ich weiß nicht wo. So, weil jetzt könnte man rein theoretisch das. Ah, dafür müssen wir das Saterium erforschen. So. Okay. Das sind Träumchen. The metal has been named Caterium after Fixit's greatest CEO Caterina Parks. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability and corrosion resistance. Ne, das brauchst du auch für die MK2 Masken und sowas. Okay. Ja. Wo kriegen wir das her? Scan sagt gar nicht. Doch. Ach, oh, da hinten.
Hinten bei dem Wasserfilm ist einer. Auch pur direkt. Das reicht ja dann mal zweimal eine Quelle übers Wasser. Nee, wir brauchen mehr. Ich mache aber. Nee, wir haben ja zwei pure Erze da unten. Reicht das nicht? Ja, zwei meiner reichen nicht. Die Erze reichen schon. Aber ich pack da mal vier mobile Miner erstmal drauf. Ach, das war so. Ja, so, nee, ich meine später dann, wenn wir da anziehen, noch zwei Mal dann draufknallt. Ich meine, lag das ja. Ja, und eine dritte ist auch nicht weit weg. Ja, umso besser. Zu welcher gehe ich? Die links beim Wasserfall. Da lang. Ich hoffe, das so funktioniert, aber probieren wir es aus. So. Ja, das geht nämlich nicht. Das haben wir schon wieder. Aber vielleicht kriege ich es, wenn es einen näher ran macht. Das geht zumindest. Jo, das kriegen wir hin. So. Hier brauchen wir einen. Warum ist ein Wrack? Quartz. Das hier geht nicht. Nicht ansetzen, ne? Das ist kacke. Was? Den Splitter oder. Ja, gut, das. Kommt doch an, wo du ihn ansetzen willst. Ja, gut. Zweites Geschichtchen, deswegen. Hier können wir halt auch irgendwas schon mal anschließen. Oder auch nicht. Ich schließe mal einfach noch nichts an, solange wir nicht so weit sind. Ja. Nicht ein Splitter, sondern ein Fusionator. Schon richtig so, ja. Das geht auch nicht. Achso, mir fehlen die Stahlträger. Ach. Und ungültige Form. Müssten schon welche produziert sein. Ja, das. So, alles okay? Ja, yeah, ich springe nur durch die Gegend. Okay. Ja. Dieses G
geht nur so. Okay. Gut, dann kann man aber hier zum Beispiel dann noch Lifte machen, um es hoch zu befördern. Also das ist super, okay. Links und rechts auch. Abgeschlossen. Ich könnte... Research completed. Caterium Ingot Recipe unlocked. New Caterium Research available. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr Eisen holen und weitermachen. Das könnte ich. Was denn? Gerüst bauen. Achso. Wir haben deutlich mehr Stahlplatten gewürzt als Stäbe, weil Stahlplatten brauchen wir nicht mehr wirklich viel. Ja. Wäre aber schon. Ja, so ein Stütz soll jetzt mal einfach um. Dass wir ja ein bisschen mehr Eisenstangen bauen. Kann ich eigentlich machen, weil wir haben 800 über. Davon noch ein bisschen Zitern. So, hier sind auch noch Tiersachen drin, die verarbeitet werden können. Jetzt habe ich 50 Zähne, ich weiß nicht. So. Große Frage. Ich hole mir mal Stahl, glaube ich. So. Ich kann noch 34 DMR-Kapseln basteln. Sehr gut. Sie war ein bisschen hier mehr drauf. Du was? Ach, ich habe nur was Falsches in die Produktion eingegeben. So. Oh ja, das geht auch ganz gut. Ja. Hä, wieso schredderst du das ganze Zeug hier? Nee. Ja, der den Biotreibstoff reingeschickt ich, hat. Weil wir es nicht brauchen. So. Weil wir so viel davon hatten. Ja, dann keiner Rück. Warum wirklich? Haben wir noch Kisten, welche? Ja, ja, meine Kisten. Ich habe nicht alles weggemacht. Also. Ja, wir brauchen es für die Fahrzeuge. Oh, allein der Kiste haben wir 800. Es, deswegen, ich habe trotzdem noch eine Sorge bei für Produktion, wenn wir es aufbauen. Ja, das können wir eh machen. Wir das irgendwie kompakt machen oder müssen wir heute einmal das Ding machen? Ja, wahrscheinlich müssen wir das Doppelding machen. Warum frag ich eigentlich? Richtig. Aber so eine ganz kleine Fabrik würde ja Spaß sein. So. Haben wir noch Milizien? Sieht nicht so aus. Also, das kann es doch nicht sein, dass mein Internet immer noch nicht funktioniert. Also, Discord meint immer noch, dass ich immer mal wieder hänge. Kann schon. Okay. Aber hört ihr mich flüssig? Ja. Mehr oder weniger, ja. Das ist egal. So. Okay, dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich das machen sollte. Ich brauche 25 Kohle. Das muss nach oben. So. So. Research completed. Black powder recipe unlocked. New sulfur research available. Wo muss ich dann mal hin? Ah, hier. Ich nicht, mach jetzt keinen Hub da. Zu spät. Okay. Das war genau in der Sekunde. Hättest du was gerade noch erforschen wollen? Ja, tut mir leid. Aha. Ja, ich habe genau in der Sekunde den Knopf gedrückt. Da sagt Alex jetzt. Jetzt ist er fertig. Nervlich.
Lass mich raten. Achso, wegen den Startplatten. Ja, wegen den Startplatten. Das Fahrzeug können wir wahrscheinlich eh noch nicht bauen, oder? Oder bauen wir wahrscheinlich den Vehicle Workshop? Können wir. Wo das? Welches Fahrzeug? Den Explorer? Ja. Hast du ihn freigeschaltet? Den habe ich da freigeschaltet, ja. Okay. Nee, ich habe ihn wohl nicht freigeschaltet. Arschlecken. Hä? Was hast du denn freigeschaltet? Ich dachte, das habe ich ja geklickt, aber habe ich machen dürfen. So ganz anscheinend. Du hast die rechte Seite nur freigeschaltet, okay. Nice. Und du hast Scherbenstachel freigeschaltet, okay. Nee, ich hab die Ressourcen im Inventar für den Explorer. Ich hab von denen nicht wollen. Also, wenn du, ja, dann schalten, wenn du die Sachen hast, dann frei, wenn du kannst. Okay. Was glaubst du, was ich vorhab? Das weiß ich nicht. Also, das kann hier einschmeißen. Ey, also. Kohle ist jetzt hier schon blöd. Wie meinst du? Weil das kommt nur so ruckartig daher. Ja, weil es überall verteilt wird. Kommt. Ja, ja. Das ist nur der Überschuss, aber das passt. Derweil passt es jetzt erstmal. Ich wollte nur gucken. Wir brauchen halt bessere Fließbänder dann. Ja, das müssen wir nehmen, Mann. Du kriegst 15 Kohle pro Usher durchschnittlich. Wenn du dir da hinten das Zeug nimmst. Das kommt 120 an und es geht. Und da sind wir nachher. Ja, 15 Kohle. Warte, so, hat die Platten auch. 16, hat er noch 16 modulare Frames, Rahmen? Nö. Ja. Dann. Warte, ich komm. Das zweimal. Muss ja einmal kurz Parcours machen. Ja, ja. Ich muss eh noch kurz das hier. Genau, vorbeigelaufen. Nein, du brauchst einfach nur reinschmeißen. Ja. Ah, stimmt. Okay. Die Motoren habe ich nicht mehr rein, oder? Ich habe schon. Doch, habe ich sogar. Startplatten habe ich. Ja, jetzt auch nicht dabei, da muss ich selber auf. Nee, ich habe schon. Ich mache auch noch Platten ein paar Hand. Milestone reached. Tractors permit pioneers to move around the world in a manner similar to using legs, except with wheels and the rampant consumption of natural resources. They can also be automated to self-drive and deliver resources between truck stations, which in turn facilitate automation of loading, unloading and refueling. Okay, ist jetzt schon nicht so riesig. Ich hoffe, jetzt bin ich daran. Ja, jetzt würde es gehen. Aber. Die Kohle. Dann muss ich noch Schwefel organisieren. Gesplittet und dann. Ja, okay, so machen wir es eigentlich.
ist schwierig. Was hast du vor? Ja, wenn mal. So, wenn ich gleich wieder da bin, guck ich. Vorbeischaust, kriegst du die Krise. Ja, das ist am Anfang immer so. Jetzt könnte ich es hier rumführen. Okay, dann machen wir da mal einen Spieler hin. Aber das ist halt auch Musik. Musik, jawohl, da kann ich nichts reinnehmen. Gibt es jetzt hier Wirbelstürme in bildende Form? Also, noch näher dran, wenn ich mal. Es muss dann nachher nur fast alles mit Dreier laufen, in Vollgas. Ja. Minuten auf dem Hardware. Kann schon mal die Startplane reinhauen. Hm. Wir haben Spiel aber noch einmal rumfliegen gehabt bei 100. 1000. Hat man ja. Also, jetzt natürlich davor. Der geht um 4 rein. Ja, gut. Immer hat mein Laptop-Akku verabschiedet sich gerade. Was verabschiedet sich gerade? Mein Laptop-Akku. Für immer? Nee, der hat nur leer gerade. Aber das ist dabei nicht passiert. Nicht? Nee. Was haben wir an, an Kupfer? Wo fehlt das rum? Oben, ja. In der Produktion ist was, aber noch nicht viel. Dann musst du dir vermutlich Kupferbahnen nehmen. Ja, gar kein Problem. Nur ich müsste halt wissen, wo die Kupferbahn ist. Aber es ist wahrscheinlich um hier. Ah ja, ich sehe es. Oder sind die Kupferspuren. Ei! Guck mal einer, das reicht doch. So. Okay, das geht dann nach oben, nach oben, nach oben. Wie sieht es mit der Aufnahme an? Aus? Achso, oh, 40 Minuten, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge.